Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danny bei LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir die verlorene gegangene Freundin von Oswald gefunden. So ist er doch, oder? Und ja, die war tot. Ende. Und wir haben uns gegen eine Majolo-Königin behauptet, mit dem wir zweimal mit einem Fatman auf die geschossen haben und die nicht getroffen haben, aus irgendeinem Grund. Und ja, ich dachte, er war schon wieder mit einer Majolo-Königin. Also dann haben wir zwei Banden endlich mal hier eine Dingens ein Gebiet hier zugeteilt. Mal gucken, wie das sich noch hier ergibt am Ende des Spiels. Ende des DLCs meine ich. So, was ist hier? Ist einfach nur so ein Leinwand hier. Aber auf der anderen Seite. Eskibis. Sind Bienen. Okay. So, da ist das Gebiet, was ich noch gefunden habe. Wünschte, es gibt hier irgendwie so eine Dingen, so eine, ja, eine Andeutung hier. Ach, da ist ein brennendes Schwert. Es brennt immer noch. Ich wünsche mir, es gibt hier irgendwie so eine Meldung oder so, sobald ich irgendwie alle Orte erkundet habe oder so. So, herzlichen Glückwunsch, du hast alle Orte von Fallout gefunden. Ihr seid Schwuchteln, nein, Quatsch. Und ja, aber naja. Übrigens, falls euch der Part gefällt, könnt ihr mal ein Like, ein Abo, ein Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen, um das eure Gefallen irgendwie Ausdruck zu verleihen. Was ist hier? Amerika. Amerika ist hier. Mortons Haus. Wer ist Morton? Wetten, das ist eine Tour, weil da ist eine Dingens hier zum Reparieren. Aber ich habe ja nichts. Was zum Teufel? Verarschen, macht das auf. Morten, ich weiß, dass du da drin bist, mach gefälligst auf. Ich könnte einfach ausschießen. Hallo, das ist eine X Power Armor. Hey, Morten. Mach du scheiße Tür auf. Ja, ne. Ne Idee. Kann ich mir das Ergebnis reservieren? Geil. Was geht ab? Ah, ich liebe es. Na, okay, du kannst in die eine Power Armor da reingehen. Ist das geil? Einfach mal da reingecheatet. So, apropos Cage. Wo bist du? Komm her. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn er fragt, wenn da irgendjemand ist und mich fragt, wie bist du hier reingekommen? Ja, wie gesagt, ich cheate. Ich hab gecheatet. Okay, ich guck dir das mal an. Geschafft. Oh ja. Okay, wo bist du? Alter. Wir müssen erstmal storymäßig oder irgendwie so wollen da rein gehen, oder? Ist der Pisser schon wieder? Boah. Alter, immer wenn ich meine Gefährten mal brauche, ne? Ausnahmsweise. So, Morten. Fass mich doch nicht an, du greifst mich an. Böses Viech. Sie hätten es besser wissen sollen.
Wo bist du, verdammt? Du bist Morten. Bist du verdammter Dreck? Was wir raten, du bist Morten, ne? Oh. Okay. Da gibt es einen Eingang. Ich mag meine Methode lieber. Was haben wir hier noch? Ja, warte mal, Gage. Muss ein paar Sachen von mir schleppen. Oh. Schwerte Wunder. Ist das hier? Wie bin ich überhaupt so vollgepackt? Ernsthaft, warum bin ich so vollgepackt? Ja, den ganzen Nuka-Cola sich mitnehmen? Alter! Die Dinger wiegen so viel? Okay. Warum habe ich einen Tischventilator dabei? Gibt's was? Ich kann wundern, warum ich hier so überlastet bin, ey. Was? Es ist leer. Nein. Ah. So, eine leere Box geöffnet. Boah, bist du nicht stolz auf mich, Gage? So, aber hier ist nichts von Wert, ne? Ja, okay. Bisschen nicht so produktiv, wenn man sich, weiß ich nicht, das Tor zukettet, aber dann so einen richtig langen Gang irgendwie einfach offen lässt. Okay, ich hoffe, du stehst auf Power Arm aus. Wenn nicht, ist mir auch egal. Ja. Meine Brust ist gar nicht dran. Was stecke ich da ein? Ich verfehle dir da reinzugehen. Nein, Boss. Das kann ich nicht. Verarschen, ey. Der Oberboss. Ja, da gefälligst rein, ey. Oh, irgendwann, ne? Ja, gefälligst rein. Ich glitsch mich da auch immer da rein. Boah. Okay, Boss. Ey. Muss ich das Ding noch extra hier rausplatzieren, ey? Ja, mach mich fertig. So, muss ich das extra für dich ja noch rausparken, ey. Ich krieg die Krise. Hey, ja? Was ist los? Jetzt geht da verdammt noch mal rein. Ist doch mal ein Plan. Rein da. Alter. Geh da jetzt rein. Meine Herren. Das war natürlich wieder jetzt hier unnötig, zeitaufwendig. Wir sind die Powerbrüder jetzt. So, ist aber abgeschlossen, leckt mich. Ist eigentlich gar nichts abgeschlossen, was ich hier mache. Da ist ja eingesackt, was es gibt. So, also ist wieder perfektes Wetter, auf Reisen zu gehen. Also geben wir ja die Orte aus, die ich besuchen kann. Ich bin ein bisschen zu schnell. Deswegen sind meine Beine immer als erstes kaputt, oder was? Hier so einen Düsenantrieb haben. So. Das wäre doch geil. Wer ist hier noch? Schwarze Katze.
Gage. Schau dir das mal an. Oh. Das wär's. Warte mal, Schloss? Miau! Oh, ich glaube, ich bin auf die Katze reden. Da war schon wieder nix. Nichts. Mal aus dem Sturm. So, was denn mit dem Gebiet hier? Ich merke gerade, ich sehe die Karte. Das liegt daran, dass ich eine Power Armor ab, ne? Ist jetzt gelb, warte mal. Hier ist wieder gutes Wetter. Hey, was da denn? Rudel schlechter. Ihr seid alle auf meine Seite, also kein Ding. Ich habe euch sogar ein Ding näher gegeben. Ja, man sieht so exakt genauso aus wie der andere oder die andere oder was weiß ich. Oh, geil, ich war ja schon bald fertig. Ich weiß, ich sag da jeden Part. Hallo. Das ist aber nicht nett. Okay, das sind auch Plünderer, also keine anderen Raider-Banden-Typen. Typinnen. Boah. Die hat hier erobert, Robert. Vorsichtig. Nicht auf irgendjemanden drauf landen und dann wieder Massenpanik aus auslösen. So, da war ich auch schon, ja. Ich weiß nicht, ob ich bald schon drin war, aber dann kam ich doch mal. Boah. Deswegen ist er, wenn er nicht abgeschlossen steht, deswegen geht mir so auf den Nerven. Ich weiß manchmal nicht, ob ich da drin war. Normalerweise vermeide ich es ja, neue Orte zu entdecken, neue Orte zu entdecken. Außer ich gehe auch dann zu dem Zeitpunkt da rein. Ich bin auch schon Orten vorbeigelaufen, die ich nicht reingegangen bin. Die sind dann schon markiert und nicht abgeschlossen markiert. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da schon drin war oder nicht. Wenn er nicht abgeschlossen ist und da war voller Leck, boah. Dann muss ich wohl mit der Story weitermachen, habe ich so Gefühl. Haben wir irgendwas hier in der Nähe, was zu erledigen ist? Ich mache einfach mal alles an. Was ist denn mit den Kork hier? Hi. So, Kitty Kingdom. Geben wir dann auch mal jemanden. Kitty Kingdom. Da geben wir den Jüngern. Kitty, Jung. Fast das gleiche. Ich irgendwie vermisse so richtig große Gegner. Aber solche Gegner werden wahrscheinlich nicht auch so. Weil ich weiß nicht, so groß wie irgendwie die Brücke da ungefähr. So Gegner würde ich gerne mal bekämpfen. So groß wie Dingens hier. Aber wie ist das Teil nochmal? Fallout 3. Wie ist er nochmal? Liberty Pride. Ja, dieser Riesenroboter. Wäre so groß. Eine Gazelle, so wunderschön. Mit zwei Beinen vorne. Oh Gott. Mit zwei Köpfen. Aber das ist ja normal. Zwei Köpfe sind normal in diesem Spiel. Das ist noch nicht mal weit hergeholt. So, da waren wir, glaube ich, noch nicht, ne? Dieser Mount Cola Rest, irgendwie sowas. Kitty King, aber doch hier mit wo Oswald war, oder? Er hat Gift hier eingeschaltet hat. Hier ist auch noch ein irgendein Ort in der Nähe. Egal, gehen wir erstmal den Jüngern hier auch einen Ort. Dann sind erstmal alle zufrieden. Natürlich nie die. Oh Gott. Okay. Massiver Leck. Dann tue ich, weiß ich nicht. Mission nicht zu Ende bringen und haben alle irgendwie ein Gebiet.
Verdammt, ich habe keine Power Armor, da kann ich halt nicht benutzen. Ne? Mach die Mission einfach nicht fertig. Dann haben alle immer ein Gebiet. Dann sind doch alle glücklich und zufrieden, oder? So, ich muss jetzt schon wieder eine halbe Weltreise machen, um den Ort hier zu finden. Boah. Ja, auch solche Medaillen oder irgendwie sowas. Ja, ich meine Corki, warte mal. Ja, natürlich sind hier welche. Mach mal meinen Dingen hier weg, meinen Helm. Und zieh mir diese Brille an, diese bekloppte. Geil. Ich will mal gerne wissen, wie die aussehen, damit ich auch weiß, worauf ich irgendwie so achten muss. Meinen, tun die mich irgendwie so richtig anblinken oder irgendwie sowas? Ich such mal hier. Funhaus, das ist doch, weiß ich nicht, schon wieder zu lange her. Den ganzen Räumen und so, ne? Ich glaube, ich sowieso hier rein. Oder ist das nicht groß hier? Hallo, was ist da denn? War gerade irgendwas gesehen. Was, so ein Ding? Ein Ding an der Wand ist das? Okay. Ja, den kann man auch sehen. Das ist der erste. Ja, F. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, was ich hier suchen muss. Ich muss irgendwie, dachte, ich muss hier so winzige Dinger suchen. Also Korken halt. Nein, ich muss irgendwas hier, was irgendwie an der Wand oder am Boden sein könnte. Oder an der Decke oder was weiß ich. Sag mir das doch einer. Aber stimmt, ich sollte die Brille vielleicht die ganze Zeit auflassen. Aber da war auch irgendwie, anders jetzt. Hier wurde mir irgendwie so ein Questbarkan gezeigt. Eine Sekunde. Also ja. Aber irgendwie merkwürdig. Oh ja, ich, ach, ich muss zum. Autsch! Ich muss zum Dingens hin, hier zum Schloss, ne? Du wirst mich doch mit der Power mal bestimmt nicht auf einmal töten, oder? So, hier ist wieder so ein Teil. So, jetzt, wo ich ja weiß, was ich suche, müsste doch ein bisschen was einfacher sein. Pass auf, Mann. Naja, weißt du, wo ich ein Foto von dir finde? Es ist gar nicht mehr so anstrengend, hier die Dinger zu finden, habe ich so ein Gefühl. So. Hau. Natürlich, die sehen alle so aus, ne? Wenn ja wohl alle so aussehen. Hier schon wieder. So, irgendwo da ist es. Geil. In My Little Pony Ride. So, ha. Stimmt hier irgendwo.
Haha! Dann hier oben. Haha! Geht dann noch ein weiter nach oben. Oder noch einer weiter nach oben. Und da ist es echt so. Zwei Hinweise gefunden. Fehlen noch 8. Noch. Ich habe dich nie geliebt, Harry. Und ich auch nie, Herbert. Mein Gott, ich habe jemanden ermordet. Nein, ich habe 2 ermordet. Oh. Gut, haben wir 2 von ihnen an. Es ist nicht mehr so schwer, sollte ich nur verdammt nochmal zum Schluss hier hingehen. Und jemanden der Taille geben. So, da. Da kriegen wir das mit den Korks doch noch hin. Muss ich nochmal hier schauen, wo ich irgendwie. Ich hab gedacht, echt, man muss irgendwie, weil ich irgendwas suchen, so in Größenverhältnis zu einem Kronkorken. Ach ja, da war ein Aufzug, genau. Und dabei musste ich hier die ganze Zeit nur so ein blödes Ding finden, ja. Na, Bildchen. So aus, weil ich habe Rachel gefunden, die ist tot. Aber ich weiß nicht. Glaube ich. Ja, ich schon mal voll speichern, wo ich im Aufzug reingehe. Einmal bin ich irgendwie so durch die Welt gefallen. So, ich kann gar kein Licht anmachen, weil ich mein Helm nicht mehr auf hat. Nein! Wie soll ich denn da was sehen? Da laufe ich doch die ganze Zeit gegen die Wand. Oh, geil. Wow. Muss ich mich einfach an den Schall orientieren, wie eine Fledermaus. So, die Jünger. Ich dachte, du bist meine rechte Hand gerade, damit dich nicht andere umbringen. Uff. So, Jünger. So, jetzt hat jeder 1. Jetzt alle glücklich und zufrieden. Huah. So, ist ja noch irgendwas? Jetzt ist jetzt ja noch mehr. Ach, das Ding ist schon wieder hier. Das Ding ist schon wieder hier voll am. Ja, weil ich jetzt wieder einen unoffiziellen Weg gegangen bin. So, jetzt. Ja, fertig. Boah. So, wo ist denn das? Back to the Pearl beschaffen, was? War reg dich wieder ein, Kollege. Wir gehen jetzt noch mal dahin schnell, suchen die Dinger. Wir wollen nicht so lange dauern. Jetzt. Weil ich glaube, das Dingens hier mit den Park zu teilen, das ist ja eine Hauptmission. Ich natürlich erstmal als andere machen. Ne? Und gucken, ob ich irgendwie für die ganzen Leute auch noch was machen kann. Hol die Leute in einer Bande aus der Opferanlage, okay. Ach, weil ich das jetzt zugeteilt habe oder so. Bin ich jetzt hier gelandet, ey? Bist du denn? Ich will den Helm haben. So. Im Primaten aus des Eins. Kommt ihr denn jetzt auf einmal? Ach ja, ich habe euch ja eben geschickt. Wie das jetzt hier aussieht. Was geht?
Haben die irgendwo, haben die überall so Rudel-Dinger gesprayt. Da bilde ich mir nur ein, ich habe so Wolfköpfe überall gesehen. So, wer einer von euch hat Zito hier was angetan, dann breche ich euch was. Das ist mein bester Freund. Gleich nach seinen Affenfreunden, der Affenfamilienfreunde. Was geht? Zito nicht treffen viele Menschen. Zito schüchtern. Was? Hi. Rudelmänner tragen lustige Kleidung. Bringen Zito zum Lachen. Okay, dann bin ich auch froh. So, da ist das nächste Teil. Was? Boah. Was hat denn hier? Wenn er das liest, hast du. Okay, so, sein Vater macht es mit seinen Supermutanten angefangen von seiner Siedlung getötet und ich möchte mal. Genau, wenn er nach Kopf. Okay. Die Dinger haben immer an der Wand oder können sie auch eine Decke irgendwie sein? Wo muss es noch sein? Sieh, du hast so irgendwie einen sprechenden Korken gesehen. Aber ich sollte mal am Boden oder so nachgucken. Weil für deine noch voll in die Rehe. Ja, wart. Das Ding ist so schwer. Hier soll aber eins sein, oder? Ich glaube, das ist nicht hier drin, ey. Ich glaube, es ist nicht hier drin, ey. Stimmt, sonst wird es auch irgendwie anders angezeigt werden, oder? Nuka Worlto. Sa Worlto. Nuka Worlto. Boah, mein Hals bringt mich jetzt schon um hier. Ich habe ja erst zwei Parts aufgenommen. Also eine Stunde. Manche Seiten hier. Ich glaube nicht, dass die Dinger im Gehege sind oder so, ne? Zum Was zum? Alter, warte. So, warum sind die jetzt hier nicht mal angezeigt? Muss doch wissen, wo die sind. Mehr werden wir auch nicht mehr machen. Wahrscheinlich offscreen irgendwie so ein paar suchen, die an ihr zeigen. So mache ich das dann. High Quality Vorbereitung für Let's Plays. So nenne ich das. Was da? Boah. Hallo, ich suche einen Kronkorken mit einem lächelnden Gesicht und einem Buchstaben. Und sehe ich natürlich voll was. Oh Gott. Also 29 Minuten und hey. Wenn er wohl nicht irgendwie in den Käfigtüren irgendwie sowas platziert haben, ne? Oh nein, ich mein, ich habe gar keinen. Ja, ne, warum sehe ich eigentlich noch ihr ganze Interface? Ich habe doch gar keinen Helm mehr auf. Das ist mir voll aufgefallen. Boah, ich finde die nicht. Hier ist doch ein Dreck. Die Äste, die bewegen sich von alleine. Es ist dunkel, es regnet. Mein Fusionskern ist ja wieder mal geiler hier. Sind die ganzen Leute hier, die ich hingeschickt habe.
Boah. Das ist halt scheiße hier. Und subscribe. Okay, keine Ahnung. Wenn ich hier im Part anscheinend nicht keinen Dingen finde, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.